Und hier nochmal! Ja! Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Experience to Fun! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Experience to Fun! Heute sind wir, wo sind wir unterwegs? Wir sind heute auf dem Hamburger Dom, meine lieben Leute. Winterdom. Erzählen wir heute mal euch ein bisschen was über die Maßnahmen. Und heute seht ihr auf jeden Fall eine ziemlich heftige Fahrt auf dem Breakdancer, wie wir ziemlich bekloppt damit rumdüsen. Ja! Und wie wir ja über den ganzen Himmel brettern mit dem Best XXL. Wir sind hier am Best XXL und nehmen jetzt einen geilen Block auf. 40 Meter Höhe, 120 km/h schnell, alter Schwede. Das war so heftig, das seht ihr auf jeden Fall gleich in diesem Vlog. Es geht ab, wow! Und bis dahin auf jeden Fall viel Spaß. Und die Musik nicht vergessen, die ist geil. Hört mal rein, hört mal einen Augenblick rein. So lange kann ich das nicht laufen lassen. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und, ja, wir müssen auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dir. Endlich wieder Dom mit dem guten Marvin, den habt ihr eben schon in der Eröffnung gesehen. Ja, moin, hallo. Ja, wir machen heute mal so eine kleine Runde. Ich bin zwar ziemlich fertig, weil ich heute den ganzen Tag noch gearbeitet und deshalb ja, machen wir heute, wie gesagt, eine kleine Runde, erkunden so ein bisschen den Dom. Hier links von mir sieht man schon mal die Geisterfabrik. Macht richtig viel Spaß auf jeden Fall. Total nice, empfehlenswert. Preis ist 7 Euro, ich gucke aber gleich nochmal genauer. Ja, irgendwie sowas, 6, 7 Euro, das wechselt immer mal. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, mal schauen, was wir heute so fahren werden. Auf jeden Fall Domdancer. Ja, mal gucken, was noch so geht auf jeden Fall. Kuddel der Hai, eine lustige kleine Kinderachterbahn. Aber sind wir tatsächlich noch nicht gefahren, aber irgendwann probiere ich das auf jeden Fall mal aus. Ja gut, der Marvin ist damit schon mal gefahren. Ja, ich bin damit schon gefahren, richtig geil. Ich hab's auch vor mir. Philipp, geht das in den Shaker? Ja? Brauchst du den, ne? Doch. Ja. So, der gute Shaker, wie Marvin eben schon sagte, den bin ich tatsächlich noch nicht gefahren, habe ich noch vor mir. Aber da muss ich ein bisschen ausgeschlafener sein. 4,50 Euro kostet der Spaß. Marvin, wie fühlst du dir so die Fahrt so an? Ich habe mir noch nicht gefahren. Der ist richtig Hammer, der geht ab wie die Post. Ja. Ab die Post. Sieht auf jeden Fall sehr chaotisch aus. Wie gesagt, 4,50 Euro und dann gibt es das im Set, dann ist es noch ein bisschen günstiger. Kostet dann wie viel Shit? Müsste ich ja mal nachgucken, wie viel die Chips dann kosten. 50 Cent günstiger im Schnitt ungefähr. So, hier im Hintergrund haben wir die wilde Maus, sogar mit Probesitz. Echt mal eine witzige Idee auf jeden Fall. Ja, Mann. Wir passen sogar rein. Ja, schlecht wäre es, wenn nicht. Erstmal schön reinstopfen, ey. Erstmal schön rein die Post. Aber was kostet die? Ja, so auch so. Ja, wenn man den Preis nicht sieht, aber ich meine, 4,50 Euro müssen das sein. 4,50 Euro, ja, 5 Euro, das ist so der typische wilde Mauspreis. Ja. So, hier im Hintergrund haben wir den Mach 1. 6 Euro Fahrpreis. An sich eine schöne Sache auf jeden Fall. Macht richtig viel Spaß. Aber mein Favorit ist der Apollo 13. Der ist nochmal deutlich höher, deutlich schneller. Aber nichtsdestotrotz macht ja auch Spaß. Allerdings, ja, 6 Euro, 80 Sekunden Fahrzeit fährt er in der Regel so und Abzocke. Gut. Das, ja, was willst du? Der hat halt nur ganz wenig Sitzplätze, wenig Kapazität und dann müssen die halt auf wenig Fahrzeit und hoher Preis gehen, leider. Aber fahren wir bestimmt mal ein anderes Mal. Aber wie gesagt, mein Favorit ist auf jeden Fall Apollo 13. Wenn der mal hier ist, dann fahre ich ihn auch so fünfmal oder öfters. Eben hat man so ein kleines Virtual Reality Fahrgeschäft gesehen. 5 Euro kostet der Spaß und da kann man sich halt aussuchen, ob man zum Beispiel Bobbahn fährt, durch den Weltraum fliegt, Achterbahn fährt und ja, sieht interessant aus auf jeden Fall.
mal was ganz Innovatives, Neues, glaube ich, auch komplett neu hier auf dem Dom. Und das werden wir bestimmt auch mal ausprobieren. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Breakdancer an. So, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter. Der große Breakdancer Number 2 ist das. Der kostet 4,50 €. Und beziehungsweise, nee, 4 € kostet der. Und wenn man das Ganze im Set kauft, dann kostet der 3,50 €. Im Set heißt 4 Tickets für 14 €. Richtig gut. Aber wir gucken jetzt erstmal weiter. Ist halt alles sehr ruhig heute, weil es so schön leer ist. Und natürlich ist das dann so, an so einem leeren Tag ist natürlich ein bisschen weniger. Gibt es ein bisschen weniger Rekommandeurssprüche. Ist natürlich klar, weil nicht so viele Leute da sind. Aber irgendwie gehören die auch dazu eigentlich. Rolling up another one. Yeah, man. Rolling up another one. Yeah, man. Rolling up another one. So, nochmal eine kleine Info zu den Corona-Maßnahmen hier. Also hier erscheint 2G, das heißt, zeigt einfach seinen Impf- oder genesenen Nachweis am Eingang vor. Und dann gehen wir rein und dann ist eigentlich dumm wie früher, dumm wie immer. Und alles ist ganz normal. Und natürlich scannt man sich einmal mit der Luca-App oder füllt so ein Kontaktformular aus. Also ziemlich entspannt. Und dann ist es eigentlich, ja, fühlt es sich echt an wie früher. Sehr schön. Und mit den Abständen klappt das in der Regel auch, zumindest jetzt. Und die Male, in denen ich da war, ging das auch eigentlich mal voll in Ordnung. Wie man ja auch gerade sieht im Video, das alles sehr entspannt. So, jetzt haben wir einmal eine Runde Doom Dancer. 4,50 € kostet ja Spaß und jetzt mit Rabatt 4 €. Beziehungsweise nein, 4 € mit Rabatt 3,50 €. So. Wie fandest du die Fahrt? Fahrt war geil. Hat Spaß gemacht, oder? Ja. Immer wieder richtig gut. Ja, Mann. Ich habe ein bisschen wieder auf die Kamera geguckt. Das ist mir jetzt ein bisschen schummrig, aber es geht schon wieder. Ja, auch nochmal eine kleine Info zu dem Platz hier. Also hier gibt es tatsächlich 3 Eingänge und 3 offizielle Ausgänge, sowie noch ein paar extra Eingänge und Ausgänge natürlich. Und bei den Eingängen, wie gesagt,
dann macht man diesen kleinen Check-in, alles ohne Anmeldung, ganz entspannt, total nice. Also richtig ja, gut. Ja, Mann. Hauptsache zustimmen, ja? Ja, Mann, einmal alles zustimmen hier. Das Ganze und der Hammer. Der Hammer mit Kamera. Ja, wir nehmen euch jetzt mal mit der Kamera. Ja, und Mann. Ihr werdet es ja gleich dann sehen. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Und ab geht's. Jawohl, ab geht's die Post. Ich hoffe, das war gut, Digga. Das war heftig, oder? Schön durchgeschüttelt? Ja, Mann, richtig durchgeschüttelt. Ja, irgendwann hat sich auch die Kamera verabschiedet, weil das Gimbal, hier ist halt so ein Wackelgimbal dran und irgendwie hat das dann war ein bisschen zu heftig. Willst du mit drauf? Ja, irgendwann hat sich das Gimbal ein bisschen festgefressen und dann, ja. Aber das meiste ist, glaube ich, drauf von der Fahrt. Ja, das ist ein richtig geiles Fahrgeschäft. Total nice. Marvin, ja, geht schon mal ab. Den fahren wir mal beim nächsten Mal. Fahrpreis ist 5 Euro und 4 Stück kosten 18 Euro, also dann 4,50 Euro pro Person. Genau. Mega geiles Teil auf jeden Fall. Richtig gut. Von dem Wellenflug direkt hinter. Ja. Und da geht mal ab die Post. Warum sehen Sie das Ding nicht? Ah ja, hier. Ja. Mach mal Testaufnahmen hier. Wo ist Philipp? Hat ihr mal Philipp gesehen? Ja, Moment, wenn Marvin die Kamera hält. Da ist er ja. Weiter geht's erstmal, oder? So, jetzt ist die Runde beendet und deshalb beenden wir jetzt einmal unseren kleinen, kurzen Dom-Vlog. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir hoffen, euch konnten euch so ein bisschen neue Eindrücke verschaffen, wie jetzt der Winterdom abläuft unter den neuen Corona-Maßnahmen ohne Masken. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Leute. Das Liken und Kommentieren nicht vergessen und ein Follow da lassen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.